Herzlich willkommen bei unserem Wortschatztraining zu unserer Episode, zu der Podcast-Episode. Hier neben mir sitzt Sandra. Hallo. Und ich bin Virbi. Wir sprechen heute etwas langsamer und deutlicher, weil das eine Folge ist für das Niveau A1, A2. Wir sind Deutschdozentinnen, also Deutschlehrerinnen, und mit unserem Podcast kannst du dein Deutsch verbessern. Den Podcast findest du auf Spotify, iTunes oder auch Google Podcast und auch auf unserer Webseite. Das alles verlinken wir in der Beschreibung unten. Und wir haben ein leckeres Thema. Genau. Am Samstag. Auf jeden Fall. Und dann holst du einen Stift. Jetzt. Ich vergesse immer, das zu sagen. Und dann nimmst du ein Heft und dann schreibst du vielleicht diese Wörter, die wir jetzt euch oder dir erzählen werden, auf und überlegst du, wie kann ich mit diesem Wort einen Satz bilden? Ja, und wir haben ja eine, wie ich schon gesagt habe, leckere Folge. Und zwar sprechen wir morgen über Kuchen. Ganz wichtig, die Aussprache. Kuchen, das ja. U. Der Kuchen, Plural übrigens auch die Kuchen. Und da merken wir immer wieder in unserer täglichen Praxis, also in unserem Unterricht, viele haben Probleme mit der Aussprache. Ja, ich fand, dass du hast gerade das Wort Kuchen, also so schön ausgesprochen. Habt ihr vielleicht darauf geachtet, wie Sandra den Mund bewegt hat? Kuchen, man hat so einen Kussmund schon fast. Ja. Und vielleicht als Tipp, wenn es hier weh tut, dann ist es richtig. Mhm. Das ist Deutsch. Genau. Deutsch tut weh. Nein, genau. Manchmal. Wir bekommen vielleicht ein bisschen Muskelkater. Aber wirklich, viele Menschen haben dann ein Problem mit einem anderen Wort oder das zu unterscheiden. Ja, Kuchen oder Kochen. Das wird oft auch verwechselt und falsch ausgesprochen. Ja, was wird jetzt damit gemeint? Oder dazu gehört auch das Wort die Küche. Wenn ja. wir Kuchen backen, also wir kochen oder in der Küche sind, also sind drei unterschiedliche, aber sehr ähnliche Wörter. Richtig. Und vielleicht da nochmal als Hinweis. Kochen bedeutet mit Wasser kochen oder eine Soße kochen. Also eine Flüssigkeit, die anfängt ja zu brodeln. Einen Kuchen koche ich nicht. Einen Kuchen backe ich. Also da sind wir schon beim nächsten Wort. Backen. Im Backofen. Genau. Eine Pizza können wir auch backen. Eine Pizza kochen wir nicht. Genau. Und daher, also wir backen einen Kuchen. In der Küche. Ja. Also trainiert das. Das ist heute auch ein richtiges Aussprachetraining. Welches Wort haben wir denn noch? Wir gehen mal aus der Küche raus jetzt, ne? Ja, wir gehen aus der Küche raus. Wir verlassen die Küche und wollen vielleicht doch unser Lieblingsbuch in die Hand nehmen. In diesem Lieblingsbuch stehen allerdings meine Kuchenrezepte. Meine Lieblingskuchenrezepte. Ja. Ich liebe diese Vorsilbe Lieblings, weil ich einen Satz damit bilden kann. Ich kann damit sagen, das ist für mich das Beste. Mein Lieblingsbuch, mein Lieblings, was gibt's denn noch? Mein Lieblingsfilm, meine Lieblingsmusik. Ja, genau, meine Lieblingssportart. Es gibt von Namika, einer deutschen Sängerin, das Lied Lieblingsmensch. Das oh, ist ja. auch ganz schön. Ja, und das Lied wird auch nicht zu schnell gesungen.
Also hört euch unbedingt dieses Lied euch nochmal an. Also da kann man sehr gut auch den Text verstehen. Ja, vielleicht können wir das auch unten verlinken. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Ja, das nächste Wort ist doch... Wunderbar. Und ja, wunderbar verwenden Wirpi und ich wirklich gerne, wenn wir begeistert sind, wenn wir etwas sehr, sehr schön finden oder ja, etwas sehr, sehr mögen, dann können wir sagen, es ist wunderbar. Ja, wirklich sehr schön. Der Kuchen ist wunderbar. Der schmeckt so wunderbar, richtig. Ja. Oh, ja, misslingen. Also ich muss sagen, letztes Wochenende ist der Kuchen misslungen. Oh nein. Also ich hatte ein schönes Rezept für den Kuchen, aber ich habe den Backpulver vergessen. Und dann hatte ich so einen flachen Kuchen, der sollte so hoch werden. Also misslingt etwas. Also es wird nicht schön, es klappt nicht. Ja, es misslingt. Das passiert mir leider sehr oft. Ja, es kann passieren, ja. Und nicht nur in der Küche. Auch. Mhm. Es gibt andere Dinge, die misslingen können. Genau. Ja, wir bleiben beim, oder wir kommen zum letzten Wort und hier haben wir die Variante. Und ja, wenn wir natürlich über Rezepte sprechen, wir haben über unser Lieblingsrezept gesprochen, zum Beispiel den Möhrenkuchen. Und von diesem Möhrenkuchen gibt es ganz viele Varianten. Und das bedeutet, dass es ganz viele unterschiedliche Rezepte gibt. Das heißt, es gibt den Möhrenkuchen mit Mandel, mit Haselnuss, mit Zimt oder ohne Zimt und. Also ja, ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt auch den veganen, ja, Möhrenkuchen, also ohne Eier, ohne Milch. Auch der schmeckt auch lecker. Super lecker. Ja, also wir haben unglaublich viele Varianten, gerade bei einem Möhrenkuchen. Ja, und apropos Möhrenkuchen, Wirpi, wir haben hier noch eine ganz, ganz tolle Überraschung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben wirklich ein wunderbares E-Book zum Thema Rezepte, Kochen und so weiter entwickelt. Und dafür haben wir wirklich ein ganz, ganz tolles Angebot erstellt, das du dir vielleicht auf unserer Webseite einmal ansehen kannst. Denn wir merken immer, dass man natürlich am besten lernen kann, indem man den Wortschatz mit einer Handlung verknüpft. Was bedeutet das? Das heißt, du backst zum Beispiel den Kuchen und lernst dabei die deutschen Wörter und die Grammatikübungen und alles, was wir dir in unserem E-Book zusammengestellt haben. Genau. Du findest unser E-Book auf unserer Homepage und wir würden natürlich uns sehr freuen, wenn du wirklich diese Rezepte für dich also aufnimmst und dann kannst du auch einen Kuchen backen. Und noch schöner ist, wenn du ein Bild von deinem Kuchen an uns schickst und wir können auch dieses Bild auch in unserer Story auf Instagram auch posten. Ja, also tatsächlich müssen wir auch sagen, in diesem Projekt steckt wirklich eine ganze Menge Herzblut. Wir haben wirklich überlegt, welche Materialien können wir euch noch zusätzlich anbieten, damit ihr wirklich noch tiefer in die deutsche Sprache eintauchen könnt und immer passend zu dem, ja, quasi zu der Podcast-Folge, die wir euch jetzt zeigen. Und es wäre wirklich klasse, wenn ja, du dir unser Angebot einfach mal anschaust und vielleicht hast du Lust, das auszuprobieren. Genau. Wir wünschen euch wirklich viel Spaß mit dem Wortschatztraining und hört euch in aller Ruhe ein- oder zweimal, vielleicht sogar dreimal diese Episode euch an. Und ihr merkt jedes Mal, dass ihr mehr verstehen könnt. Ja, du findest uns übrigens auch noch bei Instagram oder auch bei Facebook und da ja, teilen wir auch noch manchmal ja, besondere Lerneinheiten und kleine Impulse, die dir beim Lernen helfen. Und ansonsten ja, bleibt uns zu sagen, wir wünschen dir erstmal viel Spaß beim Lernen, vielleicht auch beim Backen
Und wir freuen uns, ja, genau, wenn wir dich in der nächsten Folge begrüßen dürfen. Genau. Bis bald. Bis bald.